Hallihallo und willkommen zurück zum Daily Ranking im 2v2 und wir sind in Season 4. Ich hatte nicht geschafft, auf Rising Star zu kommen, um die nächsthöhere Belohnung zu bekommen, aber naja, müssen wir halt im nächsten versuchen. Wow. Versuchen wir es halt mal. Mal sehen. Gab einen ordentlich großen Patch. Und den versuchen wir mal hier direkt fast tot zu bringen. Nüt, nüt, nüt. Nö, nö, den blocken wir noch mal ein bisschen weg. Der Typ wieder nicht so einfach rankommt. Hoch. Komm schon! Komm schon! Spiel gegen ein Team? Ne, spielen wir nicht. Der hat hier den Special Octane. Junge! Ach komm. Fliegball! Komm schon, jawoll! Geh doch. Muss ich ganz schön viel arbeiten. Kann gar nicht so viel erzählen. Wie gesagt, wir haben leider nur die Goldbelohnung bekommen. Nicht Rising Star Belohnung, dafür hätte es glaube ich auch nicht gereicht. Hätte mir das nicht verdient gehabt. Muss ich so sagen. Von daher ist das eigentlich ganz okay. Oh, mal Boost. Und den kickt er sonst wohin. Okay. Oh, den habe ich nicht getroffen. Soll mir echt diese Backflips abgewöhnen. Oh Gott, kommt der schnell! Uhuhu. Muss ich mal kurz blocken. Ne, den macht er nicht. Aber den mache ich. Ex! Muss ich nur noch korrigieren, kurz bevor ich getroffen habe. War ein bisschen schwierig. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das viel gebracht hat. Wir spielen ihn ganz ruhig. Ach, jetzt klingelt es bei mir hier. Ich kann gerade nicht. Na, der doppelt erwischt. Hab ich nicht geblockt gekriegt. Och, nö. Och, Junge, was tust du da? Der wird doch ganz einfach nur am Runterrollen. Hättest du es aufhalten müssen. Wow. Und der stoppt ungefähr 3 Sekunden zu spät. Oh je. Nein! Komm schon! Och! Was macht der jetzt hier für eine Panik, Mann? Der trifft keinen Ball mehr. Ach nein. Ja, der fällt mir aufs Dach. Aber hat nicht funktioniert. Nee, nee. Nö, nö. Chencho. Chencho. Panic 4. Chencho. Ach Gott. Ah, oh, den krieg ich nicht. Nicht von der Wand. Nee.
Ne, ne, ne. Ne, ne, krieg ich auch nicht richtig. Genjo wird gecarried, würde ich mal ein bisschen behaupten. Wow. Den hat er nicht so erwischt, wie ich ihn gern gehabt hätte. Oh, Junge, ey. Triffst du irgendeinen Ball mal, dass er rausfliegt? Wow, den hat er getroffen, dass er rausflog. Ach nö, wird er mir weggesteelt. Da doch zwei denn an. Och, ne. 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 Oh, wow. Oh. Ernsthaft. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Er kann ja nicht mal defenden, Mann. Komm schon. Wow. Zu hoch geholt. Den habe ich in die Verschachtung gekickt. Ach komm. Er nimmt mich halt mit. Genjo, ey, wach! Wo springst du rum und warum? Was tust du, Junge? Viel zu langsam, hätten wir nicht gekriegt. Hoch. Jetzt ist einer. Oh Gott, den habe ich nicht gekriegt, aber den habe ich gekriegt. Der war knapp. Red Pass hat eigentlich ganz gut reingepasst. Ich habe nur nicht richtig reingekriegt beim ersten Mal. Uiuiuiui. Arbeit, Arbeit. Meine Güte. Oh, es gibt Hasenohren, okay. Und es gibt eine neue Bronze-Ranking-Dingens-Gedöns anscheinend. Und er hat sogar schon so viel gespielt, als er da gerankt wurde. Sehr gut. 3 gegen 3. Oh. Ich gegen eine Gruppe. Ja, wiegt er die Pferde nämlich nicht. Wo sie sich denn überhaupt gefahren sind. Wow. Wow. Ach ja, er fährt halt vor und bleibt nicht im Tor. Hat wieder jemand, keine Ahnung, jemand verteidigt beim Anstoß. Sehr gut. Das wird also schwierig. Einfach mal drin stehen bleiben kurz. Wieso geht das nicht? Und warum springst du hier hin? Ach Jungs, endlich müssen sie wieder so weit, mega weit hinten stehen bleiben. Der Asprey hat keine Ahnung, was verteidigt. Also bleibe ich also hier hinten. Das muss ich verteidigen. Von reinkriegen werden sie aber noch irgendwie, oder? Normalerweise wäre ich jetzt rausgefahren, um den zu nehmen. Aber bei denen weiß man halt nicht, wann der Ball zufällig mal aufs Tor fällt. Calculated. Wo ist denn das Calculated? Ist ja nicht mehr ansatzweise drin. Okay, der Big Daddy kann zumindest ein bisschen fliegen.
Da nämlich getroffen. Aspir fährt einfach nur Kreise. Ja, fuck, falsche Richtung gequetscht. Ist wieder gedreht in der Luft. Big Daddy war das. Aspir fährt immer noch nur Kreise. Er hat den Ball berührt. Jungs, wollt ihr irgendwann mal schießen? Dankeschön. Kommt halt ewig keiner an. Der hat die ganze Kreise wieder den Punkt bekommen. Wow. Oh, er geht in die Mitte. Wuhu! Thanks! Warum kommt der Great Pass? Das war meiner. Ich habe mir selber gepasst. Wir haben halt alle verfehlt gerade. So, bin ich schon wieder Erster. Läuft ja. So, sie spielen ihn, spielen immer noch. Und das ist wieder verspielt. Wir machen die anderen beiden, glaube ich. Wir versuchen es zumindest. Ach, die haben noch einen Adult. Den wollte ich mir holen. Ein bisschen Luft fischen. Alle drei wieder auf dem Haufen. Ganz schlecht. Die wollte ich irgendwie ein bisschen anders erwischen. Los, mach den hin! Oh, Jungs, ihr seid ja schon unfähig, wisst ihr das? Oh, Mann. Och, da fliegt ja so in die Richtung. Ich nehme mich natürlich auch. Ja, da fliegen schon zwei. Wuhu! Thanks! Great Pass. Habe ich ihn einfach mal reingedippt von der Seite. Den krieg ich nicht. Den krieg ich auch nicht. Oh. Ja, war frech. Wow. So, ein bisschen Tor, ein bisschen defensiv die letzten 15 Sekunden. Wir wollen hier nicht noch verlieren durch einen blöden Zufall, oder? So, fliegt ein bisschen rum. Flop, 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 flop. Dankeschön. Mein Sieg. Es gibt noch Sonnenblumen.
So, hier waren alle unranked. 2v2 spielen wir jetzt eine Runde. Nochmal. Mr. Baljala. Oh. Hat er mir den Boost geklaut. Den wollte ich sichern. Da war ich mir nicht sicher, ob er den noch irgendwie rausholt. Hab ich entschuldigt. Das war einfach nur, ich wollte einen sicheren Punkt haben. Er scheint aber bis jetzt ganz entspannt damit umzugehen. Da war er nicht da, den hätte er machen können. Der war vor dem Tor. Vom gegnerischen. Weltpass! Weiß nicht, ob ich den selber machen wollte, aber den habe ich jetzt mal richtig reingedankt. Okay, I got it. Wenn er es gottet, dann kann ich ja dann. Huch. Mir ist nicht so gefallen, wie ich es gern gehabt hätte. Muss ich mal so sagen. Oh Gott. Er macht ihn echt hart. Übel hart raus. Oh shit. Uiuiuiuiui. Die hat nice gesaved. Und dann noch verwandelt. Hat der die Platin-Wheels drauf? Oder sind das die Silber-Wheels? Könnten die Platin-Wheels sein? Also die blauen. Sieht für mich nach den blauen aus. Oh. So wollte ich ihn gar nicht erwischen. Och nö. Ach komm, jetzt quetsch ihn doch nicht rum. Blöder Tübi. Oh oh, den krieg ich nicht. Oh, er hat ihn. Erstmal. Sehr schön. Gott, fliegt er hinter mich. Den musste er dort nehmen. Oh Gott, er blockt mich. Und er kriegt irgendwie immer die Bälle über mich drüber. Fällt mir gar nicht. Flop. Den wollte ich schon reinlenken eigentlich so rückwärts, aber das hat nicht ganz funktioniert und da habe ich ihn hier versaut. Naja. Wir gehen mal dran. Er hat trotzdem mehr Punkte als ich, obwohl ich 3 Tore habe. Das ist eine AFK vom Gegnerteam. Das ist schade. Aber er hat sich die Punkte auch verdient. Er spielt nämlich echt gut hier, mein Mitspieler. 3 Assists, 2 Saves. Hat uns das zu 0 gerettet bisher auf jeden Fall. Oh, der kam. Hui. Oh fuck. So viel zum Hannes ist zu 0 gerettet, den habe ich verkackt. Den hätte ich haben müssen an der Stelle. Beziehungsweise hätte ins Tor fahren müssen.
Ja, spielen sie doch noch richtig. Okay, wir lassen den Ball einfach 3 Minuten lang liegen. Okay. Ich dachte, er nimmt den nicht. Ich dachte, ich kann ihn nur nehmen zum zweiten Versuch. Hui, wir spielen immer oben drüber die ganze Zeit. Das ist irgendwie Quatsch. Wir müssen ihn mal aufs Tor kriegen. Ich wollte noch Punkte haben. Ja, die Fernlegen, damit es halt schneller runter tickt, die Zeit schon klar. Ich wollte trotzdem noch ein paar Punkte haben. Wer ist das? Der Melkor, den kannst du irgendwie porten. Aber leider ist er auch mit dem Team jetzt zusammengekommen, der gar nichts kann im Vergleich zu den restlichen Skill-Leveln gerade hier im Spiel. Macht das so ganz alleine gegen 2. Ja, der Melkor spielt halt nicht mehr, oder? Der stand auch wieder irgendwo einfach nur drin und hat ihm nichts getan, ja. Der hat den Ball nicht mal rausgeklärt, der hätte ihn klären können, hat es nicht getan. Dann haben wir Brasilien erreicht. Lol. Lol. What the fuck, 1230 Punkte hat er einfach mal, der Typi, ne? Macht er jetzt Eigentor oder was? Dann wird er mal besser sein Verhalten. Oh. Wir schenken ihm Tore ohne Ende. Und Punkte ohne Ende. 1380 Punkte. Wir haben immer noch 35 Sekunden. Sorry? Warum denn sorry? Für die Gegner oder was? Das fällt mir direkt ihm vor die Fresse. Und flip. Das fällt dann wirklich direkt wieder ihm auf die Schnauze. Weil er kann ihn einfach reinboosten. Aber er spielt ihn auch echt gut. Also, er trifft den Ball ziemlich zuverlässig. Damit haben wir es zweistellig im Ranked. Hui. Oh, zu früh. Zu früh, zu früh, zu früh. Hier wollte ich auch noch versuchen. Ja, ich sehe nicht mehr. Sehr viel. Oh. Den MVP hat er sich verdient. Der Mitspieler war echt angenehm. Und das ist gar nicht gepasst vom Skill-Level her. 1640 Punkte. Alles klar. Na gut, das war's dann heute wieder fürs Daily Ranking. Ich werde versuchen, demnächst auch mal mit ein paar Freunden nochmal den neuen Modus zu spielen. Hier den Breakdown-Modus, wie er heißt. Ja, da könnt ihr euch hoffentlich freuen, dass da noch ein bisschen was kommt. Ansonsten wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag und bis morgen.